So, Leute, oh, ich habe es endlich geschafft, mein Standlicht mal zu wechseln, damit das auch wieder funktioniert. Also was für eine Popelarbeit. Ich weiß nicht, was BMW sich dabei gedacht hat, aber das ist... Also es gibt zwei Optionen. Entweder man bockt das Auto auf, montiert beide Vorderräder ab, macht praktisch die ganze Frontschürze von innen ab bzw. auf, damit man da rankommt und kann dann die Leuchtmittel tauschen. Oder man hat sehr schmale Hände und ist ein bisschen geschickt, dann kann man das auch vom Motorraum aus machen, was echt eine fiese Angelegenheit ist. Also hätte ich keine Handschuhe angehabt, ich glaube, meine ganzen Hände wären jetzt blutig. Weil da echt, also das ist so eng und so popelig und so viele scharfe, fiese Kanten. Also, naja, zumindest funktioniert es jetzt wieder. Es ist jetzt auch umgerüstet auf LED, nicht mehr auf Halogen von Osram. Ist zwar auch ganz schön, aber LED sollte doch deutlich länger halten. Gerade immer dieses An- und Ausschalten, das ist für einen Glühfaden nicht so geil und für LEDs ist das deutlich angenehmer. Und wir gehen auch gleich nochmal in die Garage bzw. Werkstatt, da bin ich jetzt auch mal ein bisschen weitergekommen. Ja, ne, da sieht es jetzt ein bisschen aufgeräumter aus. Wobei noch nicht alles sortiert ist, das muss ich noch machen. Und vor allen Dingen nach dem Sortieren dann halt auch noch beschriften, dass ich eben immer von außen direkt weiß, was eigentlich in der Schublade drin ist. Beziehungsweise nicht bloß ich, sondern wer auch immer denn da gerade mal was sucht. Aber gucken wir gleich mal.